whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich so eine Flasche, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Munde zusammen. Ein Linkwood, 37 Jahre, 1978 bis 2016. 50,3 Volumenprozente und jetzt halten Sie sich fest, zu einem astronomischen Preis. Yo! Zum Zeitpunkt des Erscheinens knappe 800. Wie er sich entwickelt, keine Ahnung. Es gibt nur 6114 Flaschen davon weltweit. Ja, Linkwood ist aus meiner Sicht eine Brennerei, die eigentlich eine Originalabfüllung, eine regelmäßige Originalabfüllung mit 12, 15 Jahren verdient hätte. Aber Linkwood ist in der Industrie für die Blends so nachgefragt, dass sie da also kaum mit der Produktion nachkommen. Und so gibt es nur hin und wieder mal Original Linkwoods und hier jetzt diesen 37-Jährigen. Immer wenn die Packung besonders aufwendig ist, dann öffne ich die hier von Hand. Da schaue ich das an. Schaut das nicht traumhaft aus? Eine Schlaufe zum Herausziehen der Flasche. Das sind Sherryfässer. Einwandfrei. Und jetzt schauen wir mal hier, was da noch steht. Ja, hier, das müssen Sie sich anschauen. Diese Brennblasen hier, die haben oben so Schwanenköpfe dran. Das sind die Swanenecks. Ja, ist das nicht traumhaft gemacht? Ah, die Schwäne fliegen oder schweben, gleiten über die Brennerei mit einer zeitlosen Ruhe, ja, wo der Wind über die alten Lagerhäuser streicht. Ja, Linkwood hat so richtig so zickzack mit den Dächern, die Old Dunnage Warehouses, ja, Reihen, also gefühlte Dutzende, aber ich weiß nicht, wie viel es sind, 10, 12, weiß ich nicht. Und in der viktorianischen Zeit wurde der also als Single Malt abgefüllt, was vergleichsweise selten war, weil dort meistens gemischt wurde. So, nun müssen wir den mal so hinstellen, dass wir da nicht zu viel hinten von meinem Greenscreen vertun. So, und in diesem Büchlein stehen jetzt hier noch ein paar Ja, und da haben sie also den Brennereisee, wo sie ein bisschen Wasser drin stehen haben. Ich glaube, ich erinnere mich dran. Nebendran läuft das Flüsschen. Lake Linkwood heißt der. Und da gibt es also zwei Guardians, also zwei patrouillierende Schwäne, die da drauf rumpaddeln. Ne? Ja, eine spezielle Aura hat die Brennerei. 1825, wie so viele nach der Legalisierung der Malt Whisky Produktion in den Highlands eröffnet. Und die Nachfrage nach Linkwood war immer so groß, steht es hier drin, dass 1971 ein neues Brennhaus gebaut wurde in dem üblichen Diageo-Stil mit den großen Fenstern, hinter denen man die aufgereihten Brennblasen sehen kann. Und vis-à-vis steht das alte Brennhaus mit kleineren Fenstern. Und da hat man dann eine Zeit lang beide Brennhäuser parallel betrieben. Hier 1978, auch dieser Whisky stammt aus der Zeit. Bis dann in der großen Rezession, die dann 1979 anfing, als Margaret Thatcher den kranken Mann Europas anfing zu reformieren und da ziemlich reingrätschte, es zu einer größeren Rezession kam und dann die Brennereien schließen mussten und dann wurde auch da das Brennhaus natürlich geschlossen. So, also das, die kleine Story steht da, na, nicht so als Ganzes drin, eine kleine Story steht drin. Und jetzt schauen wir mal hier noch in den Büchlein rein, was mit der Probe mitkam, die ich jetzt hier verkosten darf. Schön gemacht. Typische frische Früchte und floraler Charakter.
wundervolle Eleganz und Komplexität im Geschmack und ein sophisticated Finish. Ja, oder ein Finish eines sophisticated Malt, so rum ist richtig. Und auch hier wieder der Schwan. Schaut mir so aus, als hätten sie jetzt ordentlich Marketing ausgegeben für Logo und Story und so weiter. Vielleicht kommt dann ja einer. Wäre ja schön. Limited Edition, 6114 Flaschen. Das ist die einzige, die zweite Special Edition, seit es die Special Releases gibt und die erste seit 8 Jahren. Also Linkwood ist selten. Das sind Refill American Hogsheads und Refill European Oak Butts. Aber hier schaut es mir so aus, als wäre da dann doch noch ein bisschen Sherry in diesen European Oak Butts drin gewesen. Dass es hier also doch noch ein bisschen dunkler ausgefallen ist. Full Gold in der Farbe, weich, braucht einige Zeit zum Öffnen. Und dann kommen die frischen Früchte, Süße, Fruchtsalat, Honigmelone, Trauben, Mandarinen, Säure, Äpfel, Birnen, Crumbly Fudge. Ja. Erst an dem Geschmack, weiche Textur, fruchtig süß und sugary overall, also richtig süßlich. Dann wärmend. Am Ende ein bisschen Ginger, also Ingwer, ein bisschen würziger werden von den Fässern, Nelken und ein bisschen Salz. Was da sicherlich nicht drin ist, sondern nur das Gefühl von Salz kommt auf. Karamellisierter Apfel. Ja. Im Finish ein bisschen würzig, eichig, würzig. So. Aha, und der wird also traditionell mit geringeren Alkoholstärken destilliert, um die Fruchtigkeit und die Aromen in Aromen reicher zu machen. Also Achtung auf Kopfweh. So, dann schauen wir mal. 50,3, da werden wir nicht verdünnen müssen. Das Fläschchen ist glücklicherweise ein bisschen voller, dass wir hier ein bisschen mehr einfüllen können. So. Bin Diageo wirklich dankbar, dass sie mir diese Proben zur Verfügung gestellt haben. Denn so eine teure Flasche macht man nicht gerne einfach so auf. Ne? Dafür gibt es zu wenig davon. Nachher ist ein Kunde sauer, wenn er keine mehr kriegt. Da war jetzt eine Mandarine drin, die hat einen so richtig der Fruchtsalat, Fruchtkompott, richtig da. Und nicht so viel Sherry, wie ich jetzt vermutet habe. Nein, eher weniger. Dann offiziell noch Marzipan und Süßholz. Na, noch nicht. Vielleicht beim zweiten probieren. Intensiv. Süßlicher werdend. Vanille. Ja. Mit 50 Volumenprozenten auch ordentlich Druck. So, und jetzt zuckrig, ja. Fruchtig, dann trockener werdend, belegt etwas die Zungenspitze. Es ist ein bisschen Würze da, aber das jetzt pfeffrig zu nennen, nee. Eiche, ja, aber nee, bitter ist sie auch nicht. Eher so Richtung Milchschokolade. Und jetzt nicht zu langer Abgang. Also die Eiche hält sich nicht. Das sind dann eher andere Aromen, die da sind. Jo, schön,
Aber jetzt nicht so diese Burner am Ende hin, nee, sondern elegant, wohlig, wundervoll. Ölig, weich im Mund und dann zuckrig, süßer werdend, aber gleichzeitig jetzt tatsächlich hingehend bis zum Pfeffer. Und dann so, ja, der Bratapfel zu Weihnachten. Jo, der auch. Gut. Ja, und mit dem zweiten Mal wird jetzt auch der Abgang länger. Und das Gefühl von Milchschokolade breitet sich ein Stück weit aus. Sicherlich Eiche hält jetzt länger. Ja, also einer ist zu wenig und 30 zu viel, oder? Ja, wie heißt es so schön? 37 Jahre ohne jetzt diesen extremen Sherryfass-Einfluss. Da kommen ganz, ganz andere Aromen vor. Ne? Und es ist erstaunlich, wie fruchtig, ohne jetzt dunkelfruchtig zu werden, ein so alter Whisky sein kann. Da verschenkt man aber keinen Tropfen. Ne? Dazu ist er zu teuer. So, schauen Sie auf dem Shopsystem nach, wie lange es den gibt. Es gibt da nicht zu viele Flaschen davon, aber für die Flaschenanzahl ist er dann doch reichlich teuer, dass er vielleicht dann doch ein Weilchen länger durchhalten wird. Werden wir sehen. Mich würde es freuen, wenn man jetzt nach all diesem Designaufwand nun endlich mal einen bezahlbaren Original-Linkwood nachschieben würde. Jo, schauen Sie im Shopsystem nach. Ich hoffe mal, dass wir ihn über 2017 und vielleicht 2018 dann werden halten können. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.